Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Oh mein Gott, Leute, ihr seht es schon. Ich habe es geschafft. Wir sind auf Stufe 70 und ich habe Valkyrie Gel mit Pin-Pack-Paket. Ich habe auch schon ein kleines Video aufgenommen darüber. Das wird auch bald hochgeladen. Ich weiß nicht wann, aber auf jeden Fall heute noch. Und hier könnt ihr sehen, ich habe Ruffs gezogen und ich habe Belle gezogen. Und ich habe 6 Gadgets gezogen. Ich weiß nicht alle. Ich habe einmal das Jean-Gadget gezogen, Sand-Gadget gezogen, Bike-Gadget gezogen, das Lu-Gadget, das zweite Ems-Gadget freigeschaltet und das Search-Gadget. Und ich habe 1, 2 waren da noch. Die fallen mir gerade nicht ein. Genau, das Search-Gadget, das Schild. Die habe ich alle freigeschaltet. Ja, meine Leute. Ich würde sagen, soll ich eine Runde starten mit Belle einmal. Let's go. Ich würde vorschlagen, dass wir Solo-Showdown spielen und let's go. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für ein Format ihr gerne haben wollt. Schreibt mal auch in die Kommentare, was für Spiele ich spielen kann. Ich bin offen, ich kann alles spielen. Ja, wenn ihr euch etwas Bestimmtes wünscht, könnt ihr es gerne sagen. Und ich werde es dann halt spielen, sozusagen. So, der macht gerade ein bisschen Stress da hinten. Nicht wundern, Leute, ich bin mit Belle halt noch nicht so krass. Ich hab wirklich, also, ich bin mit Belle nicht so gut, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob sich jetzt andere da anders sehen. Auf jeden Fall finde ich mich jetzt nicht so gut mit Belle. Ich mache irgendwie auch viel zu viel Autoflick-Fetten auf. Der nervt. Der dodgt so viel, Digga. Komm, den nehme ich jetzt raus. Komm schon. Jetzt geht er weg. Ich hab ihn getroffen. Wie gesagt, sagt gerne Bescheid, wie ich mit Belle spiele, was ich mit ihr besser machen soll. +3. Ja, nice. Okay. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch besser, sonst war ich immer so leise. Deswegen würde ich sagen, sagt gerne Bescheid. Ich werde auch bald ein richtiges Mikrofon haben. Ich hoffe, das wird dann auch funktionieren. Weil Technik weiß man nie, wie das da ist. Okay, ich bin gerade irgendwie abnormal dumm. Ich hab's. So, Ulti machen einfach darauf, ist egal, wir brauchen die Ulti sowieso. Ich glaube, ich spiele jetzt sowieso abnormal schlecht. Wir werden sowieso erster. Wir sind noch unter 100 Pokale und das sind ja eigentlich noch Bots, könnte man sagen. Also, es sind. Ja, die haben halt Namen, aber es sind wahrscheinlich Bots. Und da gibt mir auch gerne Tipps, was ich besser machen könnte, hatte ich ja schon gesagt. Oder nochmal. Ja. Oh, Digga, der ist du da hinten. Der will Stress. Zack. Okay, perfekt. Er ist gedodged. Okay. Gewonnen. +10 Pokale. Schmeckt auf jeden Fall. Ja, Mann, Leute. Also, was denkt ihr, habe ich verpinnt? Ihr dürft jetzt 5 Sekunden nachdenken. Ja, okay. Mal sehen, ob er richtig liegt. Ich habe einen Stu-Pin, einen Piper-Pin und einen Lu-Pin. Den Daumen-Hoch-Lu-Pin, den schlafenden Stu, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder was darstellen soll, und die weinende Piper. Auf jeden Fall sehr coole Pins. Ganz besonders finde ich am coolsten die weinende Piper, weil Piper ist eigentlich somit fast mein Lieblings-Brother. Mein Lieblings-Brother ist Rico, den ich auch fast auf Power 11 habe, wahrscheinlich morgen. Dazu will ich auch ein Video hochladen. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. Falls ihr euch fragt, also ich habe einen Rang, ein Power 11 Brawler schon. Das ist nämlich Mortis. Da war noch Mortis so bei mir im Hype. Mortis ist bei mir auch noch im Hype, aber Rico ist halt mein Lieblings-Brawler. Und damals, da hatte ich irgendwie nicht nachgedacht und habe einfach alles auf Mortis geklatscht. Dann, ja, der war halt irgendwie Mortis besser. Und deswegen, ich freue mich schon richtig, meinen Rico auf Power 11 zu haben, weil ich bin mit Stu, Rico und ja, ich würde vielleicht sagen, auch Mortis so, wenn ich spiele ich am besten. Und deswegen Rico am besten halt. Ich finde, ich bin wirklich in allen Sachen gut, die ich auch mag. So, das sollte man auch eigentlich, muss man nicht sein, aber es ist halt mal gut, wenn es halt so ist. Und so bin ich halt. Ich zum Beispiel, ich liebe Rico und ich bin mit Rico abnormal OP, das sind auch all meine anderen Freunde, dass ich wirklich mit Rico Legende bin und dass ich wirklich einfach nur krass OP bin.
Oh, die Runde war mit Ross ganz gut. Ja, nice. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ciao, ciao.